Hallo und herzlich willkommen bei Gitarre lernen online, dein Musikkanal, der die Gitarre frisch und lebendig hält. Heute schauen wir uns eine meiner absoluten Lieblingsbands an, mit dem komischsten Namen ever. Creedence Clearwater Revival. Keine Ahnung, was das bedeutet. Der Song ist jedenfalls saugeil. Darf man das sagen im Internet? Wirklich cool. Tabs und PDFs gibt's wie immer hier unten in der Beschreibung auf meiner Tippe und auf meiner Patreon-Seite für eine kleine Spende. Dafür richtig ausnotiert mit zwei Strumming-Patterns, die wir uns auch gleich anschauen werden, und ein paar simplen, wirklich simplen Akkorden. Und damit beginnen wir. Erster Akkord, A-Moll. Dann F/C. Ist praktisch ein F-Akkord mit C im Bass. Weißt, immer nach dem Querstrich, nach dem Slash, ist die Note im Bass, in dem Fall das C. Das heißt, wir spielen das F ohne Grundton. Übrig bleibt der. C. G-Dur. A-Moll/G. Das ist praktisch A-Moll mit G im Bass. Wenn du es schaffst, den kleinen Finger hier zu spielen. Das ist nicht der angenehmste Akkord, du kannst ihn dir aber vereinfachen, indem du den A-Moll-Akkord zu einem A-Moll-7 verwandelst, den Ringfinger zum G gibst. Das ist in dem Fall ein Vierklang. Du kannst immer selbst entscheiden, willst du drei Klänge oder vier Klänge spielen. Ganz egal, vier Klänge klingen ein bisschen jazziger, weil die Septim drinnen ist, die siebte Stufe. Dann noch C7, also der C-Dur wird zu einem 7-Akkord, kleinen Finger, die Note B-Flat. Und als letztes C/B, C über B. Das ist ein C mit einem B im Bass. Dir wird vielleicht aufgefallen sein, es beinhaltet einige Slash-Akkorde, dieses Lied. Aber wenn dir die noch zu kompliziert sind oder du die nicht spielen möchtest, dann lass sie einfach weg. Nimm immer bei einem Slash-Akkord, zum Beispiel A-Moll/G, lass das G einfach weg. Spiel immer den ersten Akkord. In dem Fall wird von A-Moll/G einfach nur A-Moll. Perfekt richtig. Was im Bass passiert, in dem Fall A-Moll/G, die Bassbewegung, ist eben, wie gesagt, nichts anderes als die Bassbewegung, die die natürliche Melodie unterstützt. Weil eine der wichtigsten Songwriting-Techniken für die Bassline, für den Bass in jedem Song, ist es, dass der Bass eine so kleine Bewegung wie möglich machen soll. Im besten Fall maximal eine kleine Terz. Im Chorus haben wir zum Beispiel die Akkordreihe C, C/B und dann A-Moll. Was passiert im Bass? Perfekt die Ruhe im Song unterstützt. Aber wie gesagt, kann man, muss man aber nicht. Schauen wir uns noch die zwei Strumming-Patterns an. Ja, ich habe bewusst zwei eingebaut, einfach weil ich mich nicht entscheiden konnte, ehrlich gesagt, weil beide viel zu cool sind. Also du kannst den Song mit beiden begleiten. Das erste ist ein bisschen einfacher zum Begleiten, was wir uns jetzt als erstes anschauen. Und das zweite hat dafür perkussive Elemente drinnen. Strumming Pattern Number 1. Nehmen wir zum Beispiel mal einen C-Akkord. Ich zähl's dir mit und spiel's dir vor. Steige einfach ein, wann du dich danach fühlst. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Drumming Pattern Number 2. Wir bleiben wieder auf einem C. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die beiden perkussiven Elemente sind auf die 2 und auf die 4. Falls du den Musikerwitz noch nicht kennst, die Musiker machen sich meistens über Leute im netten Sinne immer lustig, die auf die 1 und auf die 3 klatschen in einem Lied. Das ist so, das macht man in Schlager. In Rest der Musikwelt sollte man das nicht machen. Da klatscht man nämlich auf die 2 und auf die 4. So wie die Snare-Schläge auf einem Schlagzeug. Für diesen Song würde ich dir ein etwas härteres Plektrum empfehlen, so circa ab einem Millimeter.
einfach weil es viel Power beinhaltet. Der Song ist keine ruhige Nummer und du dadurch mit einem dickeren Black automatisch mehr Attack hast, was gut für den Song ist. Bei diesen abgedämpften Elementen würde ich dir empfehlen, übrigens jeden einzelnen Akkord durchzugehen und schauen, wie spiele ich da am besten das perkussive Element. Du kannst es entweder mit der rechten Hand machen, indem du beim Abschlag, also beim Downstroke, mit dem Puls ein bisschen auf den Saiten, die Saiten berührst und mit dem Plektrum nach unten schlägst gleichzeitig. Bisschen kompliziert. Ich lehre es gerne so, dass ich auf der linken Hand es mache. Nehmen wir bei einem C zum Beispiel, da ist der kleine Finger mein starker Finger. Kleine Finger benutze ich bei den meisten Akkorden, auch bei einem D und so weiter. Also zum Anfang nicht so einfach, nur daran gewöhnen, dass der kleine Finger eben nicht zu stark drauf drückt, sondern nur drauf liegen lässt, dass kein Ton entsteht und nicht, weil jetzt habe ich ihn runtergedrückt und das wollen wir nicht. Wir wollen ja den perkussiven Effekt. Bei einem G-Dur zum Beispiel mache ich das, indem ich alle Finger so drauf lege. Also den Mittelfinger, Zeige, Ring und Kleinfinger. Das kannst du immer und jederzeit üben. Das ist eine perfekte Aufwärmübung übrigens, weil du durch sehr viel Flexibilität in der linken Hand trainierst. Du kannst es aber auch kombinieren zwischen rechter und linker Hand, sodass du eben eine Mischung hast. Der Vorteil davon ist, dass der perkussive Effekt etwas lauter zu hören ist, weil du zusätzlich eben zu deiner linken Percussion auch noch die rechte hast. Und wie du es vielleicht jetzt gehört hast, ist etwas lauter als ohne. Im Chorus ist übrigens F ganz normal als Schlagmuster, G und dann hast du C, C/B, A-Moll, A-Moll slash G. Und diese vier sind schnell, die teilen sich einen Takt. Und hier würde ich dir beim ersten Schlagmuster, das ja, nur den ersten Teil davon, sprich, dieses auf alle Akkorde anwenden. Daraus ergibt sich. Dann wieder ganz normal weiter. Und das geht sich genau aus, dass eben zwei davon in einem Takt sind. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Beim perkussiven Schlagmuster genau dasselbe. Zwei Akkorde pro Takt. Wir probieren mal einen Teil zusammen, nämlich die zweite Hälfte der ersten Strophe. 1, 2, 3, 4. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. Na, das tue ich dir nicht an, da komme ich nämlich nicht hin. Selber Teil, zweites Schlagmuster. 1, 2, 3, 4. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like a water. Und so weiter und so fort. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Have You Ever Seen the Rain von CCR. Hattest du irgendwo Schwierigkeiten? Lass mich doch gerne wissen in den Kommentaren. Würde mich sehr freuen, das darüber zu lesen. Tabs und PDFs gibt's wie gesagt schön ausnotiert hier unten auf meiner Tippe und auf meiner Patreon-Seite. Mein Name ist Alessandro Miller und wir sehen uns im nächsten Video. Habt eine fantastische Woche. Cheers!